So, hallo ihr Lieben. Sind wir über die Web Laptop-Kamera. Ich hoffe, dass ihr mich sehen könnt, mich hören könnt. Es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir wollten. Dario ist auch da. Ein bisschen im Bilde. Der ist eingeschnappt mit der Technik. Komm zu mir. Komm ins Zentrum, weil das ist ja das Thema. Ja. Könnt ihr vielleicht kurz ein Feedback geben, ob alles okay ist, ob ihr uns hören könnt? Das wäre ganz fein. So, Cheat ist noch. Cheat ist auf der Reise. Der hat morgen früh Aufzeichnungen ganz im Norden, fast an der Nordseeküste oder an der Nordseeküste in Husum, für den Kongress, der nächste Woche in Wien stattfindet, am 12.06. für Zahlenmystik und heilige Geometrie und Kabbala und so weiter. Macht er morgen Aufzeichnungen bei einer Frau, die dann sozusagen Teil des Kongresses ist. Und lässt euch herzlich grüßen. Ihr kommt dann morgen, denke ich, spät wieder zurück. Deswegen sind wir da, bin ich da. Auch etwas verspätet, weil die Technik nicht so mitspielen wollte. Genau. Und hoffe, dass wir noch eine schöne Sendung zusammen haben. So. Also das, was ich gefühlt habe heute oder jetzt vor der Sendung, um was es geht. Also es passiert ja gerade sehr, sehr viel in uns und um uns herum, ganz, ganz viel in Bewegung und mich hat das Thema mit dem Hochwasser auch sehr, sehr erfasst. In jeder Zelle, kann man sagen, hat mich das irgendwie bewegt. Aber nicht mit den Emotionen Angst und Schrecken oder irgendwas, sondern es ergreift mich und es macht mich weich, so butterweich, so. Es bringt was zum Fließen, es bringt was zum Schmelzen. So kann ich das ausdrücken. Und auch das, was in der Türkei passiert, das verfolge ich auch, ist ja auch unglaublich. Also die große Befreiung, die da stattfindet und also alles, was jetzt so gerade geschieht, die vielen Menschen, die auf die Straße gehen. Es geht letztendlich um den Zusammenhalt, dass die Menschen sich wieder erinnern, ja, worum geht es denn wirklich im Leben, worum geht es denn in meinem Leben und dass die Menschen sich wieder erinnern, dass sie verbunden sind, dass sie nicht alleine sind und dieser unglaubliche Impuls von den Menschen, dass sie sich gegenseitig helfen, jetzt bei dem Hochwasser zum Beispiel. In Leipzig, hier bei uns, war es zum Beispiel so, dass so viele Helfer waren, dass sie teilweise gesagt haben, Dankeschön, Dari, dass sie gesagt haben, nee, wir brauchen erstmal keine Hilfe mehr, sind so viele, so, ja. Also es ist ein ganz, ganz großer Impuls von den Leuten, was zu tun für nicht zu fragen, was kommt dabei raus oder rum oder was habe ich davon, sondern da wird gar nicht danach gefragt. Jeder folgt seinem Impuls, sogar nach der Arbeit noch und für die Sache, für den Zusammenhalt, für ein Miteinander. Und das schade, dass immer solche Katastrophen dann das erst immer auslösen und wieder daran erinnern, aber letztendlich hat alles irgendwie dann immer sein Gutes. Und auch in der Türkei, ne? Also es helfen sich total untereinander unter den Verletzten und ja, es ist ein unglaublicher Zusammenhalt und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht lange dauert und dass der eine oder andere von den Polizisten auch da nicht mehr mitspielt. Aber wie auch immer, also ich habe gefühlt, dass das Thema ist das Zentrum. Ich bin das Zentrum.
das Zentrum in mir, das Zentrum um mich herum. Also alles, was, alle Methodiken, alles, was wir tun, ist letztendlich, geht es immer darum, dass wir zum Zentrum zurückfinden, in unser Zentrum, wie im Kleinen, so im Großen. Also es geht alles von einem Zentrum aus und geht nach außen. Und da ist ganz viel in Bewegung und da verwurschtelt sich's und dann verdreht sich's, weil einfach ganz viel wir in Resonanz gehen mit den ganzen Dingen, die geschehen. Und letztendlich sind alle Methodiken oder alles, was es gibt und alles, was wir tun, das Wesentliche dafür, dass wir wieder in unser Zentrum kommen. Und für mich ist es momentan, deswegen habe ich auch den Impuls gekriegt, so das Wichtigste, weil daraus ich meine ganze Kraft und Lebensfreude, alles, was da ist, schöpfen kann. Weil wenn ich nicht in mein Zentrum finde oder komme, dann lasse ich mich sehr leicht von den äußeren Dingen, was geschieht, lasse ich mich sehr leicht aus der Bahn werfen. Und bin da ziemlich ausgeliefert. Ja. Und deswegen finde ich das wichtiger denn je. Und heute ist auch so ein ganz, magst du? Ja. Heute ist auch so ein ganz spezielles Datum, haben wir vorhin erst festgestellt, 6.6. und dann auch noch 2013 ist auch noch mal die 6, also dreimal die 6. Wow. Was hat das wohl zu heißen? Was hat das zu bedeuten? Vielleicht können wir einfach mal gucken und reinspüren. Und auch wenn jetzt wenig los ist oder wenig zuhören, wenig sich beteiligen oder gar nicht beteiligen, merke ich dennoch, den Impuls weiterzumachen, weil alles das, was aus dem Zentrum heraus gesendet wird, hat Auswirkung und kommt zurück und hat Auswirkung auch auf das Außen um mich herum und natürlich durch den Livestream noch auf größerer Ebene. So. Genau. Und heute, also was mich auch noch sehr bewegt hat, vorhin gerade von jemandem gehört, gelesen, eine in München, die beobachtet hat, dass die Sonne heute früh, sehr früh schon ganz, ganz hoch stand, wie es normalerweise erst um 10 oder um 11 der Fall ist. Also vielleicht beobachten wir das mal gemeinsam die nächsten Tage. Und sie hat dann einen Kompass rausgeholt und geschaut. Und da, wo normalerweise Norden ist, das heißt Richtung Hamburg, von München nach Hamburg, würde normalerweise der Kompass im Norden pendeln, ne? Die Nadel. Und siehe da, er hat aber Osten angezeigt. Ja, also es war alles, also wir sind irgendwie scheinbar mitten in dieser Polverschiebung. Wir haben zwar schon viel davon gehört und von gelesen, aber scheinbar sind wir mittendrin. Was hat das Auswirkungen, was hat das für Auswirkungen auf uns? Sind wir deswegen Versagen des Einhorns? Nein.
Oh, jetzt lese ich das erst. Ich wollte gerade sagen, sind wir deshalb so manchmal so verpeilt? Das passt irgendwie. Ich fühle mich auch sehr oft verpeilt, durcheinander. Kann mich schwerer konzentrieren als früher. Es kreist sich oft und ja, passieren irgendwie Dinge, so sogenannte Schusseligkeitsfehler, wo ich denke, hä? Aber es geschieht einfach. Also irgendwie, was hat das für Auswirkungen auf uns? Das heißt, in uns, auch unser innerer Kompass ist irgendwie, muss sich neu ausrichten. Und jetzt passt es wieder mit diesem Zentrum. Das heißt, es ist wichtiger denn je, ganz die Nadel bis zum Anschlag, bis zum Zentrum zurückzufahren und von da aus wieder neu zu starten. Weil scheinbar alles, was vorher relevant war, relevant ist und wonach wir uns ausgerichtet haben oder festgehalten haben, hat nicht mehr diesen Bestand oder verändert sich. Und wenn wir uns weiter danach richten, dann, ja, dann funktioniert das nicht so. Also meine Wahrnehmung. Sei es mit Astrologie oder anderen Dingen. Also ich denke auch alle Methodiken, die es gibt oder die wir anwenden oder was wir für uns tun, das immer wieder zu hinterfragen, neu zu ordnen und bis ins Zentrum zurück und die Nadel sozusagen, den Kompass dafür neu ausjustieren. So nehme ich das wahr. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf den Kongress, der am 12.06. in Wien stattfindet, wo es um heilige Geometrie, Zahlen, Mystik, Kabbala, Numerologie, russische Heilmethoden und so weiter, Kristalle, Farbenlehre und alles sowas geht. Wie da die Erkenntnisse draus sein werden. Also es sind ja sehr viele verschiedene Referenten, die da mitwirken und jeder seine Weisheit mit reinbringt und jeder hat da schon viele Jahre, sehr, sehr lange Zeit damit geforscht und angewendet. Und ich bin gespannt, was letztendlich aus den ganzen Referenten, wenn das dann abends zusammenkommt, was für neue Erkenntnisse daraus kommen. Weil darum geht es letztendlich. Es geht nicht darum, natürlich gibt es uraltes Wissen und das hat Bestand und das auch in uns wird dieses uralte Wissen immer mehr und mehr frei, freigelegt, freigesetzt. Und dennoch, wie gesagt, ist es ganz wichtig, immer wieder zum Ursprung, zum Zentrum zurück und nicht das, was wir irgendwie gelernt haben und erfahren haben, sondern ganz, ganz bis zum Zentrum und da neu, das neu nochmal entstehen zu lassen und natürlich das alte Wissen dann damit zu kombinieren. Ja, so fühle ich das. Und dafür braucht es einfach die Momente der totalen, wo wir uns erlauben, still zu werden, nichts zu tun. Das sind die kleinen Momente, wo unser inneres Pendel, dieser Kompass, mal zur Ruhe kommen kann. Damit sich dann aus dem Zentrum heraus das überhaupt neu justieren kann. Denn wenn wir immer nur am Tun und Machen sind, dann kann das gar nicht zur Ruhe finden und dann pendeln wir die ganze Zeit sozusagen im Außen mit und versuchen irgendwie uns gut
weniger mehr oder gut hinzubekommen. Und es gelingt uns auch hier und da mit den verschiedenen Techniken, die wir anwenden, aber nie so ganz, dass wir uns in unsere Mitte fühlen. Und wir sind sehr anfällig für die äußeren Dinge, die passieren und lassen uns dadurch mitreißen sozusagen, mitbewegen, was nicht von innen kommt, sondern von außen sozusagen. Wir werden dadurch ein bisschen wie ein Spielball. Ja. Also jetzt, wo ich die ganze Zeit drüber spreche, merke ich auch, also sehr in meiner Herzgegend das Zentrum, aber das zieht sich auch bis nach unten durch, bis zum Hara. Also dieses ganze Stück hier, dieses Zentrum, die Verbindung von Hara, also Hara ist sozusagen kurz unterm Bauchnabel, was die östlichen Länder sozusagen viel verwenden. Im Qigong, Tai Chi, sozusagen, die sagen, dass da einfach das Zentrum ist und aus da alles entsteht, das Gleichgewicht. Und ich fühle einfach das Zentrum für mich, jeder kann ja andere Erfahrungen machen, also ich spüre es einfach zwischen Herz und Hara. Dass das zusammenspielt. Und aus dem Sa Zusammenspiel von Herz und Hara entsteht erweitern wir uns, so kriege ich das mit, erweitern wir uns. Weil wir sprechen oft in der westlichen Welt hauptsächlich vom Herzen, Kraft des Herzens. Und natürlich ist das sehr wichtig. Und ich kann aus eigener Erfahrung das auch sagen, dass ich denke schon auch ein Herzensmensch bin und die Aufmerksamkeit viel auf das Herz war. Und ich dennoch aber diese Standhaftigkeit, diese Kraft, die es auch aus dem Hara braucht, die hatte ich vernachlässigt oder war mir gar nicht bewusst. Und erst als ich mich damit intensiver befasst habe, habe ich gespürt, dass es genauso wichtig und wesentlich ist. Und erst dieses Zusammenspiel vom Hara, Tai Tien wird auch gesagt, ich weiß nicht, wie man das noch nennen kann. Ansonsten googelt mal unter Hara, Hara. Dieses Zusammenspiel von Herz und Hara geht ins absolute Zentrum. So. Und da können wir unsere ganze Kraft rausschöpfen. So nehme ich das wahr. Oh, was sagen ich ein depressives. Oh, Dario, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Bring dich wieder ins Zentrum. Ja, ich mache eine ganz ernste Sendung. Also, ich mache eine Sendung zu dem Thema, was mich selber berührt und das, was ich aus meiner Wahrnehmung gespürt habe heute. Oder hast du das Gefühl, dass ich rumspiele? Das ist ja auch verschiedenartig. Kann man ja so und so sehen. Aber ich fühle mich sehr.
Drösten, ob Drösten spielen ist? Nein. Drösten, aber selbst spielen ist ja das wie, als wenn Spielen was Böses wäre. Nein, aber Trösten ist für mich ist also ganz, ganz wesentlich. Ja. Trösten bringt auch wieder zurück ins Zentrum. Und ich würde mich freuen, wenn der Dario neben mir wäre. Dann fühle ich mich irgendwie komplexer. Also irgendwie fehlt mir jetzt gerade was hier an meiner rechten Seite. Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir den Dario her. Weil der hat auch aus seinen Erfahrungen und er hat auch eine Riesenweisheit, was er dazu bestimmt was sagen kann. Ja, aber er darf letztendlich selber entscheiden. Ich habe ja nur meinen Wunsch geäußert. Und genau das, das ist jetzt spannend, das ist jetzt so ein hautnahes Beispiel. Also früher hätte mich das ziemlich aus der Bahn geworfen. So, wenn neben mir so jemand ganz traurig oder so, könnte ich damit schwer umgehen und das hätte mich dann so mit ergriffen, mit erfasst, dass ich selber nicht mehr gut bei mir sein kann. Und jetzt kann ich das so wahrnehmen und fühlen und das ist so ein tiefes Mitgefühl und so eine Liebe da. Und dennoch kann ich gut mit mir und bei mir sein. So. Gelingt nicht immer gut, aber immer mehr. Ja. Genau. Oh, jetzt kommt er da jetzt. Das freut mich. Oh. Komm, das können wir gleich mit einbeziehen. Das passt alles. Es geht nichts geschieht umsonst in der Sendung. Dich hat's aus dem Zentrum geschmissen, stimmt's? Stimmt's? Oh mein Gott, können wir gleich da mitspielen. Aber du guckst so lieb. Und die Zuschauer jetzt sehen können. Deine Augen sind voller Liebe. Und so weich und so. Oh. Das berührt mich richtig. Schade, dass ihr ihn hier. Vielleicht kommt er noch. Kommt bestimmt. Also spannend, ne? Wie er. Heute, sonst bin ich ja diejenige, die immer über Technik schimpft und die mich ganz leicht, also die Technik schafft es fast jedes Mal am leichtesten, mich aus der Bahn zu werfen und mich zu, wo ich am meisten schimpfe. Und diesmal hat es den Dario erwischt, weil es am Anfang nicht so ging. Was können wir da tun? Das heißt, du bist jetzt Opfer der Technik. Nicht, sondern was hat dich aus dem Zentrum gebracht? Das nicht so geht, wie du willst. Es ist schön. Also mal so, du hast eine ganz schöne Schwingung. Irgendwie. Vielleicht können wir den Dario mal zusammen spüren. Der ist ganz gut bei sich. Total schön. Wirklich. Und es ist schön, dass du deinen Gefühlen dich stellst, die gerade da sind. Genau das macht es ja aus. Sich ins Zentrum rein. Und wenn wir die nicht fühlen wollen, dann bringt es uns ja sowieso raus. Ja. Sollen wir eine Reise machen? Oder so? Tschüss. Mach mal zum Abschluss. Zum Abschluss eine kleine Reise. Das ist das, was ich so
was mir am Herzen lag, was ich gefühlt habe. Magst du dazu was sagen? Dann würde ich zum Abschluss nehmen. Einfach eine Reise machen. Wer mit dabei sein möchte, ist mit dabei. Ja, schließe deine Augen. Und nimm einfach wahr, wie es dir gerade geht, was gerade ist. Und so, was gerade da ist, ist genau richtig. Es muss nichts weggemacht werden oder anders sein. Das, was gerade da ist, was du fühlst, das ist da. Und lass es da sein. Und stell dir vor, dein Gefühl, was gerade da ist, was sehr präsent ist, welches auch immer. Ich will das jetzt gar nicht unterscheiden zwischen negativ und positiv. Stell dir vor, das ist wie ein Wirbel, wie ein Hurrikan. Ein Wirbel um dich herum und in dir. Und du spürst, was dieses Gefühl, was gerade präsent ist bei dir, welche Auswirkungen das hat auf deinen Gemütszustand, auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Beobachte einfach nur. Und lass alles da sein. Nimm es wahr. Kannst auch dazu beobachten, was für Gedanken parallel dazu ablaufen. Aber versuch dich nicht daran festzuhalten. Lass einen Gedanken kommen und lass ihn auch wieder gehen. Jetzt ist die Aufmerksamkeit auf das Gefühl, was gerade bei dir am präsentesten ist. Natürlich vermischt sich das mit vielen anderen Gefühlen, aber schau, was jetzt so, welches Gefühl so im Vordergrund steht. Und jetzt schau, ob du es schaffst, vielleicht durch Atem, präsentes Atem oder durch deine
Ausrichtung, Aufmerksamkeit oder durch die Absicht, wie auch immer, schau, wie es dir am besten gelingt. In die Mitte, in das Zentrum dieses Wirbels deines Gefühls zu kommen. Sozusagen an die Wurzeln. Gib einfach die Absicht, wenn du es wirklich willst, und du wirst zum Zentrum dieses Gefühls kommen. Und in diesem Zentrum, in der Mitte, an der Wurzel dieses Gefühls, ist totale Stille. Und vielleicht können wir noch subtiler das Gefühl um uns herum wahrnehmen oder fühlen oder spüren oder einen Hauch davon erfahren, aber es sollte sich zumindest verändern, dass du ruhiger bist, ruhiger wirst, still wirst. Und dass sich dieses Gefühl, egal welches, dich nicht mehr umherwirbelt. Und es geht nicht darum, dass das Schlechtes oder nicht da sein darf, sondern dass dieses Gefühl, was auch immer da gerade da ist, ganz gefühlt werden will, bis ins Zentrum. Und wenn wir das schaffen, wenn uns das gelingt, ganz bis zum Zentrum, zur Wurzel dieses Gefühls zu kommen, verändert es sich. Es ist wie, als wenn dort der Polsprung stattfindet. Es verändert sich, wir sind nicht mehr ausgeliefert diesem Gefühl, sondern wir sind aus dem Zentrum heraus ganz bei uns und das Gefühl, vielleicht verschwindet es, aber vielleicht ist es einfach auch noch da. Aber anders verändert. Es ist nicht sozusagen über uns und ergreift uns und hat uns in der Hand, sondern wir haben es in der Hand. Und wenn wir es jetzt in der Hand haben, sozusagen, dann können wir schauen, was wir damit machen. Wir können es entscheiden. Vielleicht mag es noch ein bisschen gewogen werden. Weil es da schon so viele Male unterdrückt wurde und nicht gefühlt werden durfte, nicht gesehen wurde. Und jetzt endlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Oder vielleicht möchte es als Dankbarkeit
Dankbarkeit dafür. Dass es dir das Gefühl gibt, dich mit Haut und Haaren jeder Zelle zu spüren, was so viele Menschen verlernt haben, was dich lebendig macht. Was dich verletzlicher macht und aus der Verletzbarkeit dich offener macht. Dich weiter, menschlicher, göttlicher. Vielleicht mag es auch gesehen werden für das, was eigentlich dahinter steckt. Dass hinter der Wut vielleicht eine Traurigkeit steckt, welche ich mir nie erlaubt habe oder zu wenig und immer als Wut getarnt habe. Dass es für mich so leichter war oder mir gewohnter war. Vielleicht möchte es einfach nur mal fließen. Und wenn ich das erkenne, dann ist wieder eine Zwiebelschicht und dann zeigt sich das nächste Gefühl dahinter. Und vielleicht geht es darum, einfach nur mal ein paar Tränen zu weinen. Was auch immer. Schau, wie es bei dir ist. Das sind jetzt einfach nur Beispiele. Und das kannst du mit jedem Gefühl machen, mit jeder Emotion, wenn du das Gefühl hast, wieder, hey, da hat mich was im Griff, es hat mich gepackt und ich komme da nicht raus. Dann verurteile dich nicht dafür, im Gegenteil, gib diesem Gefühl Raum. Lass es sich richtig ausweiten, ausdehnen. Lass ich nicht damit meine ausagieren, sondern lass ich das Gefühl ausdehnen und geh ins Zentrum. Geh ganz in das Zentrum. Und es verändert sich augenblicklich. Und auch alles, was dich jetzt von außen sehr beschäftigt, auf dich einströmt. Schau, was das für Gefühle in dir auslöst und geh wiederum ins Zentrum dieses Gefühls. Und jedes Gefühl, was du fühlen darfst, was ich ausdehnen darf, ist ein Geschenk für dich. Und somit erlaubst du auch dem anderen, den anderen Menschen um dich herum, wenn du das für dich tust, erlaubst du somit auch den anderen Menschen, sich wieder mehr zu fühlen. Und so entsteht eine neue Nähe zu dir selbst und auch zu den anderen. Dankeschön.
Und schau, mit welchem Gefühl du nachher ins Bett gehst und vor allen Dingen einschläfst. Und beobachte das ein bisschen, welchen Gefühl du ins Bett gehst und einschläfst und wie du dann auch aufwachst. Dass es ein Zusammenspiel, einen Zusammenhang hat. Dankeschön. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend noch, eine gute Nacht. Und danke Dario, der das durch dich ist das irgendwie so entstanden. Du wolltest du denn nicht. Nee, aber danke dir. Das ist irgendwie so. Und ich spüre dich gerade ganz, ganz doll und stark. Das ist ganz schön. Amen. So, die Kamera aus. Ich mache jetzt aus. Das geht nicht. Gar nicht mehr zu sehen. Ja, und schaut, ob ihr euch noch ein bisschen umarmt oder ob ihr jemanden in euch in der Nähe habt, den ihr noch umarmt. Oder ob ihr noch einfach was Gutes für euch tut. Was auch immer das ist. Dankeschön. Tschüss, bis morgen.